hatten gestern Tarifverhandlungen gehabt. Die Arbeitgeber haben behauptet, sie würden ein Angebot auf den Tisch legen, aber es war alles andere, aber kein Angebot. Und ich finde es gut und ich finde es richtig, dass wir genau hier in Duisburg vor dieser Türe die Warnstreiks in der Stahlindustrie beginnen. Es ist geil, es ist schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Also 1,3% ist einfach lächerlich. Das ist noch nicht mal der Inflationsausgleich. Wir wollen alle gemeinsam die 4,5% haben, weil wir der Meinung sind, wir haben uns das verdient. Bis zur nächsten Verhandlungskommission wird in jedem Stahlstandort ein Warnstreik organisiert. Das soll den Arbeitgebern zeigen, dass das, was Sie uns dort vorgeschlagen haben, eine Zumutung ist. Und wir erwarten jetzt einfach ein super Angebot von den Arbeitgebern, das wir dann auch gemeinsam tragen können. Altersteilzeit ist hier dringend erforderlich, weil der demografische Wandel weiter voranschreitet. Wir selbst mit einer Quote nach Tarifvertrag von 5% den Bedarf noch nicht mal decken können. Weil die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort eben halt nicht in der Lage sind, bis 67 oder sogar noch länger zu arbeiten. Es ist schon Knochenjob, besonders die Leute, die eben halt in Vollkonti arbeiten. Das sind Hitzearbeitsplätze, das sind schmutzige Arbeitsplätze, also es ist schon eine ganze Menge Stress. Und auch das Thema Werkverträge, weil wir müssen einfach einen Fuß mit in die Türe bekommen und das organisieren können. Wir Metallerinnen und Metaller machen Tarifpolitik mit Herz und Verstand. Und so stehen wir ein für die Zukunft. So brauchen wir auch für die Auszubildenden im Anschluss an unsere Ausbildung eine Perspektive und Beschäftigungssicherung für alle Arbeitsplätze in der Stahlindustrie. Wir standen immer auf der Straße für die Industrie, für unseren Arbeitsplatz und haben gemeinsam gekämpft. Und der Arbeitgeber sollte das auch honorieren, dass wir in einer schwierigen Zeit ihm beiseite standen. Und dafür erwarten wir jetzt Beschäftigungssicherung. Der Stahl ist Zukunft. Wir wollen hier arbeiten. Wir wollen faire Verhandlungen und faire Angebote. Wir wollen eine Zukunft haben. Wir wollen, dass Stahl eine Zukunft haben. Das haben wir heute hier deutlich gezeigt. Nur mit der IG Metall und mit einer großen Organisation, auch hier im Betrieb, schaffen wir es, hier auch in den Tarifverhandlungen irgendwas auf die Beine zu stellen. Deswegen steht die Jugend auch hinter der ganzen Belegschaft. Und wir sind alle solidarisch, Metaller, Metallerinnen. 4,5% ist nicht übertrieben, ist nicht frech, sondern ist sehr moderat. Aber umso ernster nehmen wir die und dafür werden wir gemeinschaftlich kämpfen.